Willkommen zu unserer 10. Folge Power On. 10-mal durften wir jetzt schon online sein für euch und heute geht es um eine lebensverändernde Geschichte aus Lukas 19. Ja, Zachäus war ein Zöllner und lebte in Jericho. Er war sehr, sehr reich und hauptsächlich deswegen, weil er sich unrechtmäßig Geld in seine eigene Tasche steckte. Doch er hörte, dass Jesus in der Stadt ist und er wollte ihn sehen. So viel wurde über diesen Mann geredet und er wollte ihn unbedingt antreffen. Das Problem? Zachäus war nicht sehr groß. Er war ziemlich klein und wurde deswegen sicher schon oft aufgezogen, aber er wollte diesen Jesus unbedingt sehen. Die Menschenmenge, die sich aber um Jesus drängte, versperrte ihm die Sicht. Es war kein Durchkommen da, also musste er erfinderisch werden. Praktischerweise stand da gerade ein Baum rum, ein Maulbeerfeigenbaum. Und Zachäus hatte die Idee, auf ihn drauf zu klettern, um Jesus zu sehen. Man muss sich das einmal vorstellen. Ein reicher Zöllner, der ja schon Ansehen hatte und seinen Stolz, klettert mitten in dieser Menge, alles Leute, die ihn kannten, auf einen Baum. Maulbeerfeigenbäume können zwischen 15 und 45 Meter hoch werden. Es waren also nicht gerade die kleinsten Bäume, die er sich da rausgesucht hatte. Also musste er sich schon anstrengen, um etwas sehen zu können. So groß war seine Sehnsucht, Jesus zu finden. Und dabei war es ihm auch total egal, was die anderen von ihm dachten. Und schließlich hatte er Jesus auch gesichtet. Jesus wurde sogar auf ihn aufmerksam. Jesus sagte zu ihm, als würde er ihn schon ewig kennen, Zachäus, komm da runter. Ich will heute zu dir in dein Haus kommen. Ich glaube, Zachäus war überwältigt und konnte es kaum fassen. Jetzt durfte er Jesus von nahem kennenlernen und sogar in seinem eigenen Haus, ganz privat. Diese Liebe und Annahme, die Jesus ausstrahlte, ließ ihn erkennen, was schief lief in seinem Leben. Und wir lesen in Lukas 19, Vers 8. Zachäus aber wandte sich an Jesus und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wenn ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dann gebe ich es vierfach zurück. Was für ein Wandel! Jesus hat ihn nicht belehrt oder kritisiert, er hat ihn angenommen in Liebe. Und darauf hat Zachäus reagiert. Kein Druck, keine Verdammnis, kein Richten. Wir können so viel aus dieser Geschichte lernen. Die Liebe hat Zachäus verändert und wir können mit Nächstenliebe auch unser Umfeld verändern. Fange heute damit an! Ja, und das ist eigentlich schon unser Power-Tipp. Fang heute an, diese Nächstenliebe zu leben, diese Annahme zu leben, wirklich für andere Menschen, für deine Mitmenschen, deine Nachbarn, vielleicht auch Menschen, die dir nicht so eng sind. Aber du kannst dein Umfeld damit verändern. Genau. Und uns würde echt interessieren, was bei dir für Ergebnisse rausgekommen sind. Deswegen schreib uns das gerne unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere hier gerne unseren Kanal. Hier oben kommst du noch zu einem älteren Video aus dieser Playlist und hier kannst du noch ein aktuelles Video von unserem Kanal schauen.